Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Beim letzten Mal wurden wir Zeuge der schmerzlichen Auswirkungen der Mihen-Offensive. Ich mache jetzt keinen Witz darüber, aber ich hab's ja gesagt. So, traurig. Reden wir mal mit den Leuten hier. You were in contact with Sin again. The toxin. Are you okay? Oh, das ist aber nett. Sie sorgt sich. A swift retreat. Satisfied? What do you mean? Those who turned from Yevon died, while the faithful live on. The past 10 years have changed you, I see. Immerhin, unseren Leuten scheint's gut zu gehen. You do not look so well. But now, more than ever, you must be the people's strength, their confidence. Anyone else would be expected to show their sorrow. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until Sin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes, I understand. Are you afraid? Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Leska had her Lord Zeon. Yuna Leska? Den Namen haben wir noch nie gehört, oder? Lady Yuna, until next we meet, farewell. Ah, gut, dass er weg ist. Können wir uns frei bewegen? Oh, eine Kiste. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. High Potion. Naja, oder ich habe sie vergessen. Rest while you can. We leave soon. Und du so? Oh. Sin is checked. Yeah. For a while there, I thought I could feel him. But that doesn't mean I believe you. Sin is checked. He came here for you. So he killed all those people just for a chance to see me? That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? How am I supposed to know? So you would kill him. Oh. As long as he is Sin, Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You gotta be kidding. How do you know all of this anyway? I'm not done talking to you. Don't you run away! You're the one running. Der weiß doch mehr, als er uns erzählt. Der hat doch was vor. So, ja, jetzt Blitzball, oder? Ist eine gute Idee, ne? Nein. Es würde total zur Stimmung gerade passen. Gut, ich glaube, es kommt noch eine Cutscene. Ja, nein, vielleicht. Hey, Celinda, hi. Are you all right? Heil mich oder viel Glück. Thank you. I will. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich schon. Also nicht, dass ich es euch gewünscht habe, aber ich habe mir schon gedacht, dass das genauso endet. Ich hatte noch Glück, ich lebe ja noch. Oh, Akka. I made a bundle with the operation prices. But the way it turned out, they deserved a better deal. Ich will zwar nichts kaufen, aber zeig mal, was du hast. I guess the summoners are our only hope. Ja. Stimmt. Dann wollen wir doch mal weiter, ne?
too. Hurry up. Oh, die klingt aber fröhlich. She's awfully cheerful. Okay. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? In dark times, she must be. She must shine bright. Huh? Der kann reden? Ey, das hier wäre ein cooles Thumbnail. Vielleicht kann ich das rausfiltern. Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Kimari, try too. Smile, let me see. Ja. Sad. Sad? Scary wäre das Wort, das mir einfällen würde. So, habt ihr wieder Items für mich? Wir wollen uns im Tempel ausruhen, aber wir sind Abtrünnige. Keine Ahnung, ob sie uns überhaupt Zutritt gewähren. Ach ja. Hier gibt es Monster, die Menschen versteinern. Nimmt das hier als Schutz. Ring der Starre erhalten. Ja, ich zeig's euch gar nicht erst. Ist halt ein Ring, der Steinschutz gibt. Wir haben uns hier zurückgezogen, um uns neu zu formieren. Obwohl es eigentlich nicht mehr viel zu formieren übrig ist. Tja. Und es gibt wieder Kämpfe. Ich mache mir jetzt auch nicht mehr die Mühe, meine Gruppenmitglieder zusammenzusuchen, weil ich werde bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit werde ich halt eine Level-Session machen. Und dabei entsprechend alle nachleveln. Kontert der oder war der dran? Oh, stimmt, wir könnten mal beschwören. Die haben ja nicht mehr... Die haben ja die Ekstase nicht mehr voll. Bam! Das finde ich aber nett, dass du mich heilst. Einer meiner Kameraden wird vermisst. Ich hoffe, er ist wohlauf. Bei den Verlusten, ich würde nicht drauf wetten, so leid es mir tut. Haut schön zu. Gefällt mir. Ah, wenigstens mal neue Gegner. Heil mal dich selbst? Fragezeichen? Ja. Du bist ein Schneepudding. Und deshalb zünde ich dich an. Enough. No time to waste. Let's go. Kommt mal Schritte auf dem Sphärobrett verteilen, fällt mir gerade auf. So, wo will ich denn lang? Hier oben. Da will ich hin. Mhm.
Und Lulu. Lulu bekommt bald neue Zauber, beziehungsweise... Ja, sie bekommt jetzt schon alle Zauber, alle neuen Zauber. Nice. Also was heißt neue Zauber? Es sind nur stärkere Versionen von Zaubern, die sie schon hat. Aber immerhin. Oh, nur noch 4 Abilities für Ruinen. Muss ich aufpassen. Aber sie bekommt die verstärkten Zauber, die Ra-Zauber, also Feu-Ra, Eis-Ra und so weiter. Mehr Zeug für Yuna ist auch nett, weil alles, was Yuna kriegt, kriegen ja anteilig auch ihre Bestia. Kimari auf seinem Scheißpfad darf auch noch ein paar Schritte gehen. Nein! Verdammt! Ich glaube, das war dumm. Das war sehr dumm. Ja, Schritt verschwendet. Verdammt. So, hier kommt der Schlafhieb, den er aber leider nicht lernen kann, weil wir haben keine Abilities für Ruinen mehr. Und Tidos bekommt mehr Leben und mehr Angriff, das ist nice. Weiter geht's. Lucille! Oh, das ist nicht mit sich reden, aber du? Es besteht sich von selbst, die Leitsätze zu befolgen und den Verletzten zu helfen. Natürlich gewähren wir den abtrünnigen Bürgerwehr Schutz in unserem Tempel. Sie wurde hart genug bestraft und soll nun wieder in unserer Mitte aufgenommen werden. Der Segen Yevon sei mit euch. Ich bedanke mich aber vielmehr für die Medizin. Oren blind, sehe ich da... Wow. Oren blind und Lulu... Alter. Ah, jetzt kann er sie wieder one-hitten. Das ist schön. Waka! Du hast doch den Ability Heap, oder? Ja. Ability Heap fürs Vögelchen. Weiter geht's. Hey, und du so? Weil wir gegen die Leitsätze verstoßen haben, sind alle meine Freunde tot, nicht wahr? Es war ein großer Fehler, unsere verbotene Maschine zu verlassen. Hier als Zeichen meiner Buße, das Medium soll es benutzen. Äther erhalten. Du verschenkst Drogen? Geil. Und du so? Bei der Küstendefensive von Jose letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen. Dieses Mal ist kein Vergleich. Yevon hat uns bestraft. Das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden. Bitte benutzt es. Mega Potion. Mega Potion ist eine High Potion, die die ganze Gruppe trifft. Nein! Das war anders geplant. Heap für den Pudding. Und dann Lulu, klär das. Mit Feu-Ra. Need a light? Und damit ist es auch wieder vernichtend. Sehr schön.
Von den Versteinerungsgegnern. Von den Versteinerungsgegnern habe ich jetzt aber auch nicht viel gesehen. Aber ich weiß, dass es die hier gibt. Das stimmt schon. Verdammt, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Egal. Und Oren macht den Sack zu. Hier fuhr gerade ein Krankenwagen vorbei, das habt ihr möglicherweise gehört. So. Wir machen Schluss für heute. Ich merke mir einfach, dass bevor ich die nächste Ausnahme starte, ich bis zu dieser Wegkreuzung hier laufe. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Mit der Jose-Straße. Nächstes Mal werden wir uns den Jose-Tempel vornehmen, wo es dann wieder, wo es dann Hallen der Prüfung gibt und eine neue Bestia. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles für mich macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.